Ja, hallo, herzlich willkommen zum Eberl Wintergarten-Vlog. Heute sind wir bei uns in der neuen Ausstellung. Wir haben jetzt gerade unser Eingangstor verglasen. Unser Eingangstor ist mit der Zero-3-Anlage von Solarlux. Das heißt also, das ist eine Dreifachverglasung mit minimalen Rahmen. Wir haben also hier eine maximale Bauhöhe von 4,88 m pro Schiebeflügel. Also das ist wirklich die Grenze, was uns Solarlux gebaut hat. Wir haben noch ein paar Zentimeter Luft gehabt. Und die Breite von unserem Eingangstor ist gesamt 8 Meter. Und es sind dann halt, vier Teile. Das heißt also, jeder Teil hat 2 Meter mal 4,88 m. Und der Flügel hat ungefähr 600 Kilo vom Glasgewicht her. Und wir vergrasen jetzt gerade mit dem Glaskran die ganzen Scheiben. Ich zeige es euch noch einmal ein bisschen, wie wir wieder in Aktion sind. Und ist ja wirklich eine ganz tolle Geschichte. Und das ist wirklich das Maximale an Transparenz, was man bauen kann für Schiebetüren. Die Schiebetüren sind wunderbar leicht und einen Flügel haben wir mit Elektroantrieb gemacht und einen haben wir per Hand, damit man einfach mal den Unterschied sieht, wie groß das Ganze wird. Also wird eine richtig tolle Geschichte und ich zeige es euch noch mit der Kamera, wie das funktioniert. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den Blogs. Danke, ciao, servus. So, jetzt sieht man mal das Gerät, die große Saugspinne. Haben wir uns vom Fackel ausgeliehen und da wird jetzt der nächste Flügel angesaugt. Gehen wir mal da rüber. So, jetzt. So, jetzt schauen wir mal wieder. Das Pfeifgeräusch, das ist vom Glassauger. Sicherheitseinrichtung, wo man jetzt im Hintergrund hört. Wenn das Pfeifen erlischt, dann hat er seinen Druck aufgebaut und dann können wir die Scheibe anheben. Jetzt ist das Pfeifen erloschen und das heißt, das Vakuum ist aufgebaut und jetzt können wir da praktisch die Scheibe hochheben. So, jetzt wird die Scheibe mal kurz abgelassen, weil wir so 90 Grad drehen müssen. So, dann gehe ich mal wieder raus.